Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Und ich muss mich daran gewöhnen, Moonlighter nicht so lange Folgen zu machen wie in Kingdom Come. Mal gucken. Gehen wir erstmal raus. Wir haben genug Sachen verkauft in der letzten Folge. Okay, kann ich leider nicht kaputt machen. Schade. Wir werden heute erstmal einen neuen Laden öffnen, denke ich mal, damit wir stärker werden. Stadt. Und zwar zuerst in den Schmied. Ja. Da fließt mein Geld dahin. Aber irgendwas muss man ja mit seinem Geld anfangen können. Ne? Der Schmied arbeitet also draußen. Wieso auch nicht? So, was können wir eigentlich noch machen? Nein, nein, ich will runter. Ach so, ich kann meinen Shop verbessern. Oh, das hätte ich vielleicht. Ah, gut. Naja, gut, bei den Preisen vielleicht nicht sofort. Aber stand da nicht Stadt? Achso. Okay, mal gucken, was der Schmied so kann. Hey Kleiner, du bist Will, oder? Der meine Schmiedekünste angeheuert hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin Andrei, Schmied mit Leib und Seele, der Beste weit und breit. Brauchst du neue Waffen oder Rüstung? Sind deine Schilde verbeult? Dann schau einfach in der Vulkanschmiede vorbei. Ja, hier kann man sich also Zeug kaufen. Okay, ich check's nicht ganz. Also ich kann die Sachen verbessern. Rezept. Da, da, siehst du da, da, da brauche ich diesen Stahl. 4000 kostet das. Ach du Scheiße. Das habe ich im Besitz, oder? Stand das nicht gerade? Nee. Ohne Gold und Material kann ich dir nicht weiterhelfen. Okay, oh, fettes Schwert. Ich glaube, ich will das fette Schwert haben. Ist das? Speere. Ach, wieder Besen. Okay. Handschuh. Pfeil und Bogen. Oh mein Gott. Okay, Pfeil und Bogen und fettes Schwert. Und dann in diese Richtung. Oh. Obwohl, der macht mehr Schaden. Aber der sieht cool aus. Der macht irgendwie einen Zustandsschaden. Keine Ahnung. So, was brauche ich denn? Nein! 15 von diesen komischen Ranken. Nein! Sie sind alle weg. Verdammt. Halt, ist in meinem Beutel noch irgendwas? Nee. Na gut. Dann gehen wir erstmal rein und holen uns wieder neue Ranken. Was war das? Ah, zu spät. Ich will sehen, was das war. Kann ich hier auch rollen? Ja. Rollen geht ein bisschen schneller. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, ich kann Kisten kaputt machen. Hä? Wieso stand ich gerade auf der einen Kiste drauf? Ist ja seltsam. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Na gut, gehen wir in den Dungeon und gucken einfach, was uns da als Neues erwartet. Ich meine, jetzt können wir endlich mal von alleine erkunden. Und gucken, was da so abgeht. Boah, ich bin schon ganz gespannt. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Beim letzten Mal war ja mehr Tutorial-Tag. Deswegen war auch die Folge so lang. Knickknack. So. Golem-Dungeon. Wir gehen zuerst nach links. Okay, das ist schon scheiße. Nein, oh Gott. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gebt mir eure Zweige. Oh Gott. Also es ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es so. Okay, wir müssen erstmal auf den hinteren. Ah, die drehen sich sowieso um, ne? Wie gemein ist denn das? So, jetzt kommst du dran. Blatt gemacht, ja. Zeugs. Zeugs ist immer gut. Was ist das jetzt? Nee, das ist ein Stuhl. Kann ich mich hinsetzen? Nein. Kann man hier nicht schlafen oder so? Sich erholen? Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dungeons betreten. Sie wurden nicht weit von Rynöka entdeckt, einem kleinen schnuckligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Aber hieß es nicht, dass das Dorf entstanden ist wegen den Dungeons? Nicht andersrum? Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten, aber jeder von ihnen muss ihn alleine erkunden. Diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden, niemals derselben Aufbau. Das gibt einem jedoch zu denken. Wenn sich niemand in einem Dungeon befindet, existiert er dann überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen.
Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen, völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Aber nicht ich, nein, mir geht es um die großen Fragen. Woher sind die Dungeons gekommen? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt? Ich bin nicht auf der Suche nach dem Was. Ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum. Ja, ist ganz einfach. Das ist momentan beliebt auf dem Spielemarkt. Und deswegen haben die es gemacht. Wir müssen natürlich mehr auf die Story achten, ne? Aber okay, das war doof. Ich geb's zu. Aber das geht so schnell. So, okay. Links haben wir abgeklappert. Gehen wir nach rechts. Wieder Gegners. Oh, ich hab ihn geblockt. Habt ihr es gesehen? Take this! Ich muss mich auf jeden Fall dran gewöhnen, blocken. Oh Gott. Au! Okay. Du kriegst den Besen. Nimm den Besen. Der Besen ist auf jeden Fall gegen den ganz gut. Oh. Was machst du denn? Der hat auch eine schöne Reichweite gegen ihn. Ein Kristall. Nice. So, alte Socke, jetzt kriegst du aufs Maul. Oh Gott. Au. Das sind hinterhältige kleine Dinger, ey. So, was haben wir da? Wir haben 11-mal Gießereireste. Diesmal verkaufen wir die ein bisschen teurer. Hallo? Hä? Was ist das für ein Zeichen? Gegenstand muss links oder rechts in der Tasche sein. Okay. Das ist ja seltsam. Buffs für Items. Okay, wir müssen also aufpassen, wo wir die Gegenstände hin tun. Okay. Gehen wir nach unten. Was zum? Hey! Holy shit, die töten mich. Was zum? Nein! Tötet mich nicht! Holy shit, lass mich bloß in Ruhe. Dieses dreckige Subjekt, was ist das für ein Ding? Verzieh dich, Mann! VTF, ich habe keinen Heiltrank mehr. Okay, wir gucken mal kurz in die Tasche. 200 Gold kostet mich, das zurückzureisen. Das geht. Das kann ich jederzeit machen. Aber jetzt noch nicht, erst will ich sterben. Oh Gott, ich hätte zurückgehen sollen. Wer ahnt denn sowas? Ist da eine Truhe, die langsam im Schlamm versinkt? Klau nicht meine Items! Oh, da ist die Truhe wieder. Okay, cool. Zeitlich begrenzt. Oh, aber ich hab's hier bekommen. Okay, die muss oben oder unten. Ich brauche aber das Schwert für mein Schwert. Hä? Achso, das hier ist oben. Oh, okay, ich verstehe. Und der Rand darf nicht... Okay. Okay, sehr gut zu wissen. Soll ich jetzt zurück oder nicht? Ich bin zu greedy. Freunde, ich bin so greedy. Halt, links ist noch eine Truhe. Ah, die haben wir schon geöffnet. Soll ich weitergehen? Ich habe keine Heiltränke. Was soll ich denn machen? Oh. Vasen kaputt machen zum Beispiel. Was habe ich da bekommen? Ich habe keine Ahnung. Doch. Glaslinsen. Haben wir noch Blasen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weißt du was, wir sind ja eh ziemlich nah am Eingang. Ich weiß nicht, wozu ich mir das Amulett benutzen soll, wenn ich so nah am Eingang bin. Ah, ich verstehe, okay. Tschüss, 200 Gold. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, sehr viele Gegner getötet. Ich würde sagen, dann wollen wir direkt mal weiter verkaufen, ne? Oh, ich dachte, das wäre ein Portal und ich kann jetzt zurück. Ist schon zu spät. Was hast du? Gut siehst du heute aus, Will. Wie kann ich dir helfen? Mein Schwert. Also, ich brauche noch ein paar Ranken und ein paar von diesen Fledermaus-Viecher-Zeugs, ne? Für den Bogen brauche ich die Äste und das Eisen, was ich alles hatte. Was ich alles hatte, aber dann verkauft habe, weil ich ein Idiot bin. Gehen wir erstmal schlafen. So, Äste... Ihr gehört mir, das sind meine Äste hier. Alles meins.
Ist alles so verkäuflich. Was ist das hier? Uraltes Gefäß. Uraltes Gefäß. Wir müssen erstmal gucken. Wir müssen ja nicht jeden Tag was verkaufen. Schauen wir erstmal. Uraltes Gefäß. So, wir haben also für die Kristallenergie 110 bekommen. Ich würde sagen 130 so, ne? 130, ja. So, 130 klingt für mich schon mal ganz gut. So, was haben wir hier noch so Schönes? Die Glaslinsen. Die Glaslinsen kann ich auch verkaufen. Die sind da drunter. Die würde ich dann für 100 verkaufen. Ich muss ja auch irgendwo Geld verdienen, wenn ich meinen ganzen Scheiß benutzen kann. So, was haben wir noch, was wir verkaufen könnten? Eigentlich nichts Großartiges, ne? Ja. So, packen wir hier mal unsere Erze rein. Halt. Kann ich doch auch so machen. Und hier packen wir den anderen Schissel rein. So. Halt, was bist du? Ermächtigen. Ja, Kristall, ja. Okay, ich will nur mal kurz im Shop gucken, ob ich den irgendwie brauche. So, brauche ich den für irgendwas? Ich will endlich nur das Schwert haben, ne? Okay, für Schwert brauche ich nicht. Und für den Bogen auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, kann der Scheiß verkauft werden. Und zwar für ganze... was haben wir denn hier? Der ist ja gar nicht aufzufinden. Ist der hier? Ne, hier sind ja eigentlich nur Waffen, ne? Wo ist denn der scheiß Kristall? Na gut. Wir werden es herausfinden. Es wird höchstwahrscheinlich ein riesiger Fehler sein, dass ich den jetzt verkaufe, aber ich setze den einfach auf 5000. Und dann werden wir sehen, was passiert. So, aber wir haben noch nicht genug Zeug. Wobei, eigentlich brauche ich Geld. Ich muss eigentlich eine Kleinigkeit verkaufen, ne? Eine Sache muss ich auf jeden Fall verkaufen, damit ich aus dem Dungeon rauskommen kann. Na komm. Öffnen wir den Laden. Okay, 5000 ist zu viel. Wir fangen einfach oben an. Ich meine, was soll schieflaufen? Okay, das habe ich nicht ganz getroffen. So, dankeschön. Linsen habe ich gut getroffen. Bei dem hier sind wir tatsächlich nah dran, ne? Mit den 4000. Immer noch zu viel. Okay, wir gehen hier 5 runter. 5. Alter, ist das verwirrend. 5. So, jetzt kauf einmal den Scheiß hier und dann kann ich auch endlich zumachen. Aber er kauft es, er kauft es. Dankeschön. So, ich weiß nicht, was die Oma mit so einem scheiß Kristall wollte, aber du musst dich jetzt verpissen. Weil der Laden zu ist. Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu holen! Hau ab! Okay. Sowieso zu teuer. Gehen wir auf 2000. Ich will Kohle damit machen. So, jetzt verzieh dich. Verzieh dich aus meinem Laden. Ich kann den Laden nicht verlassen, weil die Olle hier ist. So, sehr schön. Bisschen Geld gemacht. Müssen wir jetzt schlafen. Wobei, nachts kriegt man ja sowieso besseres Zeug, ne? Ziehen wir mal los. Halt. Heiltränke, ne? Wir brauchen unbedingt Heiltränke. Ich hätte die Heiltrank-Tussi zuerst machen sollen. Statt 500. Ne, das kann ich nicht machen. Dann habe ich nur noch 100.
komme ich nicht mehr aus dem Dungeon raus. Ist ein bisschen ungünstig, aber wir müssen zuerst in den Dungeon. Erst müssen wir ein bisschen Kohle machen und dann können wir Geld verdienen. Aber es gefällt mir. Ich muss sagen, so looten ist ja total mein Ding, weißt du? Und dann auch noch Sachen selber verkaufen, finde ich echt lustig, finde ich gut gemacht. So. Okay, gehen wir zuerst diesmal nach oben. Ich meine, es ist jedes Mal sowieso anders und... The fuck? Was zum? Ich gehe weiter. Ihr könnt mich mal schlecken. So sieht's aus. Nein, verzieh dich, du scheiß Schleim. Ich hasse dich. Gott, ey. Such dir ein Hobby. Ich bin so gut wie tot. Jetzt lass mich doch mal nur... Was zum Teufel stimmt mit euch nicht? Was ist denn das? Okay, man verliert übrigens alles, wenn man stirbt. Okay, bis auf das, was du in den Taschen hast, in den Hosentaschen. Was für eine Scheiße. Okay, nachts für mich reinzugehen ist vielleicht nicht so das Schlauste. Ah, ich bin wieder hier. Oh, du scheiß Bubblegum, verpiss dich. Oh, ich hasse dich. Du dreckiges Subjekt, verpiss dich aus meinem Leben, ey. Oh, meine Fresse. Wie töte ich dich jetzt? Oh, recht einfach. So, ich habe einen scheiß Kristall, ich freue mich einen Keks. Ach, das ist doch eher so nach meinem Geschmack. Gegner, die ich kenne. Uah. Was ist das denn für ein Zeug da rechts? Oh, noch so ein wertvoller Kristall. Nein, mein Kristall! Das ist mein Zeug, gib's her, Mann. Und du kriegst es wieder mit dem Besen zu tun. Pass auf, Freundchen. Bam, 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 bam. Bam. Okay. Easy. Was zur Hölle ist das? Ist das der Wald-Dungeon? Au, oh, WTF? Was ist denn? Was ist das hier? Das ist doch ein Teil des Wald-Dungeons, oder? Holy shit. Achso, ich dachte, er hätte mir richtig viel Leben abgezogen. Hä? Ich glaube, hier kriege ich Loot aus dem Wald-Dungeon. Was ist das? Was ist das? Warum ist das alles hier so verzerrt? Naja, gut. Das sind Augen. Gib mir deine Augen, ich will sie verkaufen. Ja, schade. Okay, hauen wir ab. Das ist wahrscheinlich so ein Einblick in den nächsten Dungeon. Oh, die Truhe stimmt. So, wir haben Stoff. Und wir haben noch ein paar Erze. So, soll ich noch weitergehen? Ich habe einen Heiltrank. Alles klar, ich gehe weiter. Jetzt weiß ich ja, wie ich mit den meisten Gegnern hier fertig werde. Auch mit diesen komischen Schleimgegnern. Dreckige Subjekte. Oh nein, ich hasse euch. Ich hasse euch! Verpisst euch! Mann! Gebt mir voll auf den Sack! Das sind die schlimmsten Gegner aller Zeiten. Diese Schleime. Ich glaube, okay, kommen wir auch noch ab. Ich gebe einen Scheiß drauf. Das nächste Mal gehe ich tagsüber hin. Zumindest eine Truhe geöffnet. Ist schon nicht schlecht. Aber ich brauche Heiltränke, um weiterzukommen. Und vielleicht eine bessere Waffe. Das wäre schon Nonplusultra. Eine bessere Waffe. So, dann öffnen wir morgen nämlich den Laden, ne? Das ist der Plan. Ja gut, so wertvoll sind die Kristalle doch nicht. Hätte ich gedacht. Wir haben hier auf jeden Fall Blätter. Bin gespannt, wie teuer wir die verkaufen können. Und Stoff. Und Golemkern. Also hier würde ich sagen, wir fangen mal mit 200 an. Hier auch mit 200 und hier mit 500. Vielleicht wird das was. Ich bin gespannt.
Ansonsten würde ich natürlich immer schön große Stacks verkaufen. Weil dann bleiben die immerhin eine seltene Ware. So, dann schauen wir mal. Kommen Sie näher, kommen Sie ran, ich habe Ware für Sie. Ups. Kommen Sie näher, kommen Sie ran, ich habe Ware für Sie. So, gucken wir mal. Nur ein Kunde bisher. Er guckt sich die Kristalle an und sagt... Nö. Gut, dann... Das sind verdammte Kristalle, die sind doch wertvoll. Kannst du mir doch nicht erzählen. Die habe ich noch nicht mal in meiner Liste drin. Hör auf, aus dem Fenster zu gucken. Und du, geh weg vor meinem Ofen. Dass die sich hier einfach nur den Arsch wärmen wollen, aus dem Fenster gucken, um die Landschaft zu genießen. Kauft euch ein eigenes Haus. Okay, gut. Da haben wir hier 100 draus, wobei. Wir gucken einfach mal, wo sich das befindet. Stoff ist unter Hartstahl, ne? 500 ist zu viel. So, hier hatten wir 115. Das sind ja immer nur Dreier-Schritte dann, ne? Also sagen wir mal, für Stoff um die 150. So, 150. So, die bleiben mal bei... Obwohl, die waren, glaube ich, weiter unten, ne? Die waren, glaube ich, weiter unten. Golem, da. 200 ist zu viel. Ja, das muss eigentlich auf 80. Das muss eigentlich auf so um die 80. Sagen wir 85 oder 81, komm. Wir sind nah dran an diesem Scheiß hier, ne? Was? 500? Nee, 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 Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Hier, 90. Okay. Ist okay, ist okay. 85? Och man, sie wollte es kaufen. Wie? Was? 170. Und für 200 ist zu viel? Ne, 300. Also, sie hat's gekauft. Sehr schön, danke. Beehren Sie uns bald wieder. Arschloch. Komm gleich wieder. Nichts klauen. Danke. So, was möchte ich verkaufen? Dann kaufen wir zwei von den Kristallen, ne? Nichts klauen, bitte. Danke. So. 110. Na komm, ich muss einen Laden für Potions aufmachen. Ist immer noch zu teuer. Wie ist das möglich? Bei 90 war es viel zu viel und bei 85 ist es zu billig? Ja gut, dann komm, gib her den Scheiß. Fröhlichen Keks, alter Mann. Du bist sowieso fast tot. Oh. Die hat sich gefreut. Nichts klauen. Ich muss nur kurz neue Ware holen. Was verkaufe ich noch als nächstes? Wassersphäre können wir verkaufen. Und Lichtessenz. So, Wassersphäre und Lichtessenz. Okay, Wassersphäre so. Fangen wir bei 200 an. Und hier, die ist ja, das ist ja schon aus dem neuen Dungeon, ne? Na komm. Ja komm, nimm's mit. Nimm's einfach mit. Es geht mir auf den Sack, dass es mal zu teuer und mal zu billig ist. Es ist einfach so. Es geht einem einfach irgendwann auf den Sack. So, 500. Nimm mit den Scheiß, freudigen Keks. Ah, nah dran, nah dran. Nah dran. 130. 400. Ich denke, es ist nah dran. Ja, da freut sich einer. Dankeschön fürs Geld. Oh, ich bin reich!
ist das immer noch zu viel? Aber 110 wirklich, komm. Da muss doch was drin sein. Und das ist immer noch zu teuer. Das sind verdammte Kristalle, die nicht mehr in meinem verdammten Buch drin sind. Du solltest dich einen Keks freuen, dass du sowas findest. Komm, Abenteurerin, kauf irgendwas. Ich hasse so Leute wie du, die einfach nur in den Laden kommen und nichts tun. Immer noch zu viel. Ach, guck mal, da freut sich einer. Okay. Ich weiß nicht, wieso ich das hier jetzt mal in die Hand nehme. So, 300. So, ich glaube, das ist der letzte Gegenstand. Aber wir haben gut Gewinn gemacht. Damit kann man leben. Ja, 11 Kunden hatten wir. Gutes Zeug verkauft, finde ich gut. So. Und dann machen wir uns mal so einen Potion-Laden. Pass auf. Nein, nicht den Shop. Obwohl, den Shop könnte ich auch verbessern, ne? Rein theoretisch könnte ich eine billige Verkaufsbox machen. Gegenstände, die in dieser Verkaufskiste verkauft werden, erhalten einen Rabatt in Höhe von 70%. Okay, Ramsch. Okay, Level 1. Dieser Ladenerweiterung erlaubt Händlern das Dekorieren, um ihre Kunden zu erfreuen und fügt zusätzlich Platz für Gegenstände zu. Das ist cool. Aber wir machen natürlich erstmal die Potion-Händlerin. Die brauchen wir nämlich ganz dringend. Um ein bisschen weiter voranzukommen im Dungeon. Yay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch. Guck mal, das ist Schleim. Das ist ein gefangener Schleim. So. Leide, du Drecksviech. Ich hasse dich. Ich hasse du absurdes Drecksviech. Ich hoffe, du leidest. Die muss ich auch noch besiegen, um Potions zu machen, oder was? Murmel. Oh, ein Kunde. Tut mir leid, dieses Buch ist einfach so gut. Alles klar, komm wieder auf den Boden. Also, ich bin Iris und Betreiberin des Hölzernen Huts. Ich bin deine Hexe, wenn es ums Verzauberung oder Tränke geht. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Es sei denn, ich lese gerade ein gutes Buch. Tränke. So. Ja, aber klar, Schleime brauche ich dafür. Achso, das kann ich einfach so kaufen. Ah, und ich krieg's billiger, wenn ich Schleime bringe. Dann nehme ich natürlich Schleime mit. Achso, ich kann ein paar mehr herstellen, ne? Ja. Machen wir gleich ein paar mehr, so. Sehr schön. Rein theoretisch könnte ich die Potions auch bei mir verkaufen, ne? Also damit kann man bestimmt gut Geld machen. Verzauberung, was kann ich da machen? Nein, da sind die Kristalle! Dreckige, verdammte Scheiße! Habe ich sie verkauft? Nein, habe ich nicht! Ich habe die Kristalle nicht verkauft! Oh mein Gott, schnell ins Haus zurück! Ich hoffe, die klaut niemand. Das ist jetzt meine. Ich brauche die Kristalle! Gut, dass sie niemand kaufen wollte. Her mit dem Scheiß. Okay, ich kann gerade mal 5 Potions tragen. Schade. Okay, so. Du bist ein wertvolles Gut. Ich packe hier rein. So, und bevor wir jetzt die Folge beenden, ich weiß, ich habe gleich wieder die 30 Minuten drin, aber ich weiß nicht, man gewöhnt sich daran, so eine Zeit zu machen. Oh, ich habe genug Material dafür gefunden, ja, gut. So, wir haben 7 im Besitz. Von diesen Fledermausflügeln brauchen wir auch noch ein paar. Und dann kriegen wir das Schwert. Und was brauchen wir für den Bogen? Noch von Eisen, okay, gut. Gut zu wissen. Weiß ich Bescheid. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich werde mal kurz meine Regale füllen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Siro. Tschüss.